Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Im vierten Video der Playlist Kombinatorik schauen wir uns den dritten Fall an. Wir gucken uns mal hier unsere kleine Tabelle an. Die erste Zeile haben wir schon durch. Jetzt gucken wir uns den nächsten Fall an, den dritten Fall, ohne Wiederholung und Reihenfolge ist unwichtig. Wenn euch das alles nicht juckt, scroll zwei Videos weiter, da ist die Zusammenfassung, die bringt es halt richtig auf den Punkt. Hier leiten wir das alles einmal her. Genau, ne? Wir gehen hier wieder das Beispiel mit der Urne und den Kugeln durch. Im Endeffekt kann man jede Aufgabe darauf runterbrechen in der Kombinatorik. Deswegen machen wir das hier ganz einfach. Kugeln werden nicht zurückgelegt, also wir ziehen zweimal und am Ende ist jetzt was Neues. Grün und blau und grün ist gleich. Ihr könnt es euch wieder selber logisch herleiten oder überlegen und am Ende zeigen wir wieder die Generallösung. Ne? Probiert's mal. Also pausiert. So, was ist jetzt hier wichtig, wenn wir uns hier mal die Lösungen angucken? Das ist die Lösung von unserem ersten Fall. Man legt nicht zurück, das heißt, die beiden gibt es schon mal nicht. Das heißt, man kann nicht rot und rot ziehen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel zum ersten Mal rot gezogen haben und dann gelb und rot, ist das derselbe Fall. Das heißt, es bleiben noch diese Möglichkeiten übrig. Man kann sich das aufmalen und durchzählen, aber gut, es gibt auch eine einfachere Lösung. Erstmal n ist wieder die Anzahl der Kugeln insgesamt, 4. Und k sind die Anzahl der Kugeln, die rausgezogen werden, also 2. Es wird nicht zurückgelegt und die Reihenfolge ist unwichtig, ne? Vorher hatten wir 4 mal 3 Möglichkeiten. Jetzt werden die Doppelpaare rausgezählt. Das heißt, es gibt ja immer 2. Das heißt, wir teilen durch 2 und dann sind wir bei 6. Das müssen wir jetzt irgendwie verallgemeinern. Ne? Das probieren wir einmal zu erklären. Das heißt, 4 mal 3 durch 2, das ist sozusagen unsere Lösung. 4 mal 3 wissen wir, das war diese Formel von vorher. Jetzt teilen wir durch 2, weil wir sozusagen immer die Doppelpaare rausstreichen. Wenn es so ein Dreierpärchen wäre, würde nicht 2 hier stehen, sondern müsste man sich überlegen, wie oft man das anordnen kann. Im Endeffekt wäre das dann 3 Fakultät, hier wäre es 2 Fakultät, 2 mal 1. Und das ist sozusagen jetzt die allgemeine Formel, dass man unten noch ein K Fakultät, das K ist die 2, noch dazu schreibt. Ist halt eine lange Formel, deswegen gibt es da eine Abkürzung, das ist auch ganz wichtig, dieses Wort, da gibt es so einen Fachbegriff für Binomialkoeffizient. Auf Deutsch n über k. Wenn ihr den ganzen Kram nicht verstanden habt, merkt euch n über k. Genau. Wie man den ganzen Spaß jetzt hier in Taschenrechner eingibt, zeigen wir euch hier. In unserem Fall ist n 4. Dann drücken wir auf Shift und auf das Geteilzeichen. Und dann seht ihr schon, da oben erscheint dieses c. Und dann müssen wir auf 2 drücken und auf ist gleich. Hier noch ein kleines Beispiel, weil es ein sehr wichtiger Fall ist, dieses n über k. Ich habe einen Parkplatz, da sind 100 Autos und ein Dieb klaut 3 Autos. Einfach ganz beliebig. Und dann ist n unser 100, k 3, gebe ich ein, 100 über 3 sind halt irgendwie ganz, ganz viele Möglichkeiten. Genau. Ja? Das ist mal so ein Anwendungsbereich gewesen. Ne? Ihr seht, die Tabelle füllt sich. Das ist der nächste Fall. Es gibt jetzt noch einen Fall im nächsten Video. Reihenfolge unwichtig, mit Wiederholung. Ne? Ja. Der Fall kommt hier hin. Und am Ende wird der ganze Kram nochmal in der Zusammenfassung zusammengefasst. Das ist ne? Das Wichtigste, glaube ich, dann. Genau. Also raufklicken und bis gleich. Ciao. Ciao.